Also, ich wünsche mir eine Torte mit meinen Lieblingsbonbons mit Skittles. Ach, ganz einfach. Ich nehme mir nur ein paar dieser Bonbons und verziere damit die Torte. Und schon sieht die viel süßer aus und bunter. Und damit die nicht runterfallen, mache ich noch was anderes. Zuerst mache ich einen Teig. Milch, Mehl, ein Ei. Schön durchkneten. Wir sind fast fertig. Jetzt muss ich diesen Teig ausrollen mit einem Nudelholz und dann in dünne Streifen schneiden. Und die entstandenen Streifen kommen oben drauf. Und jetzt kommt diese Torte in den Ofen. Na, das habe ich gut gemacht. Ach, ich habe mir eine kleine Pause verdient. Wer schläft denn beim Kochen? Das ist doch unverantwortlich. Schaut euch meine Torte an. Aber das ist noch nicht alles. Ich will, dass meine Torte noch bunter aussieht. Dafür benutze ich einen Föhn. Der bringt die Farbe auf den Skittles zum Schmelzen. Wow, das ist ja cool. Mega. Bellissimo, muss ich da sagen. Und noch ein paar Bonbons obendrauf. Ah, tatsächlich, ich glaube, die Torte ist fertig. Jetzt kann ich sie rausnehmen. Ich bin mir sicher, dass das meiner Enkelin gefallen wird. Na, was sagst du denn zu meiner Skulptur? Das ist doch das ultimative Kunstwerk. Tatsächlich. Moment mal, wieso sitze ich herum? Ich muss meine Torte auch verzieren. Dafür benutze ich diese Pistole. Die Skittles sind drin und es kann losgehen. Oh Mann, wie soll ich mit dem Ding umgehen? Aha, das ist voll schwer. Okay, ich hab's geschafft. Patty, such dir was aus. Guten Appetit. Boah, diese Torten sind ja richtig hübsch geworden. Alle außer der hier. Na, vielleicht schmeckt sie ja gut. Na, so lala, würde ich sagen. Was erwartet mich denn hier? Wow! Yeah, das schmeckt richtig gut. Oma, ich mag die Torte. Boah, jetzt muss ich nur noch die Torte vom Chefkoch probieren. Die sieht einfach unglaublich gut aus. Mann, und die schmeckt auch noch so gut. Ich liebe es. Na, ich werde noch alle Skittles hier aufessen. Du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir eine Wassermelonentorte. Okay, das ist eine interessante Herausforderung meiner Kochkünste. Aber ich werde schon einen Weg finden. Zuerst muss ich hier und da mal was abschneiden. Danach muss ich das Fruchtfleisch entfernen. Dafür benutze ich so eine extra Form. Ha, fertig sind wir. Jetzt werde ich diese Wassermelone in Scheiben schneiden. Ich werde mir nicht diese ganze Mühe machen. Ich nehme mir einfach ein Nudelholz. Jetzt habe ich zwei Wassermelonenhälften. Jetzt nehme ich mir einen Schneebesen und zermansche das Fruchtfleisch. Da kommt jetzt ein bisschen Gelatine rein. Vorsichtig. So viel, wie ich brauche. Oh, das ist ja voll die coole Idee. Und ich nehme mir eine Diamantenpickel. Boah, das macht ja richtig viel Spaß. Oh, sei doch bitte ein bisschen vorsichtiger. Ach, tut mir leid, es hat nur so viel Spaß gemacht. Ich bin fast fertig. Schau doch nur, wie appetitlich das aussieht, nicht wahr?
Aber das ist noch nicht alles. Ich muss diese Wassermelone noch schick servieren. Und zwar mit ein paar Marshmallows, die ich aufpicke. Oh, die sehen toll aus. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Bonbons und ein paar Gummibärchen. Was sagst du dazu, Oma? Och, das nennst du eine Torte? Ich zeig dir gleich, wie eine Torte aussieht. Eine Torte besteht aus Schichten und zwischen den Schichten tragen wir Creme auf. So in etwa. Jetzt muss ich die Creme schön verteilen und die Sache noch mit etwas Farbe aufpeppen. Die untere Hälfte der Torte wird grün sein und die obere rot. Ist doch genial. Oh, sieht nicht schlecht aus. Mein Wassermelonengelee ist fast fertig. So etwas Geniales ist natürlich niemandem von euch eingefallen. Natürlich nicht, das ist doch viel zu einfach. Also die letzten Details. Und voilà, meine Wassermelonentorte ist fertig. Betty, wir sind soweit. Hurra, da freue ich mich schon. Was hast denn du da gemacht? Hast du etwa einfach nur Bonbons mit Zahnstochern da reingesteckt? Das ist doch voll gefährlich, das kann ich so nicht essen. Was haben wir denn da? Oh, wow, das sieht ja wirklich aus wie eine Torte, wortwörtlich. Und schmeckt einfach fabelhaft. Ich liebe es. Und was hat die Oma gemacht? Das muss wohl sicher ein Gelee sein. Ah, das wabbelt voll lustig. Mann, das ist tatsächlich ein Wassermelonengelee. Das schmeckt einfach mega lecker. Oma, du hast gewonnen. Oh, das ist ja schön. Und diesmal wünsche ich mir eine Torte, die genauso aussieht wie ich. Was? Das wird ganz schön schwer. Ha, das wird einfach. Das bin ich. Habt ihr das verstanden? Ah, ja, tatsächlich. Also, ich brauche dafür etwas Obst. Damit werde ich nämlich dein Porträt auslegen. Erstmal die Kiwi. Jetzt brauche ich eine Erdbeere. Die schneide ich in Stücke. Ach, schaut euch diese saftige Orange an. Jetzt mache ich nur noch die Haare aus Pfefferminze. Oh, voll die coole Idee. Gefällt mir. Und vor allem schmeckt das Obst richtig lecker. Okay, genug geredet. Jetzt mache ich mich an die Arbeit. Erstmal mache ich das Gesicht und die Augen. Das kann ich aufessen. Schmeckt gut. Wie auch immer, es geht weiter. Da kommen jetzt ein paar Augen rein. Und aus diesen Bonbons mache ich den Mund. Sieht doch schön aus. Hier kommen noch ein paar Gummiwürmchen hinzu. Daraus mache ich die Haare. Das sieht ja richtig gruselig aus. Ich brauche hier was anderes. Erstmal muss ich die Form der Torte verändern. Dafür benutze ich diesen Deckel hier. Voilà. Jetzt brauche ich eine Barbie, die so etwa aussieht wie Betty. Und die stecke ich hier rein. Seht ihr, schon sieht die Torte aus wie ein Kleid. Das muss ich jetzt nur noch ein bisschen dekorieren. Dafür benutze ich genug Creme. Aber die Puppe ist doch aus Plastik. Halt den Mund, ich weiß, was ich tue. Okay, jetzt brauche ich diese spezielle Plastikform hier. Die stecke ich auf die Torte. Und da rein kommt jetzt dieser wunderbare rosa Sirup. Macht euch bereit. Gleich werdet ihr ein Wunder erleben. Ah, die Streusel hätte ich ja fast vergessen. So in etwa. Los geht's. Ich bin mir sicher, so ein Kleid hätte sie selber gerne. Guten Appetit, meine Kleine. Oh, wow. Das sieht ja toll aus. Bin das ich? Oh, wie süß. Ach, Oma, du kannst manchmal so lieb sein.
schmeckt richtig toll. Mal sehen, was... was ist das denn immer? Soll dieses gruselige Gesicht etwa ich sein? Also wirklich. Ich hoffe, dass es wenigstens schmeckt. Nicht schlecht, aber hätte auch besser sein können. Und was ist das? Oh, unglaublich! Diese Puppe sieht ja wirklich so aus wie ich. Also visuell muss ich sagen, gewinnt diese Torte bereits. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie schmeckt. Wow, das ist die leckerste Torte, die ich je gegessen habe. Eindeutig, der Chefkoch hat gewonnen. Ja, schon wieder. Na, es hätte nicht anders sein können. Wir werden mit ein paar Waffeln beginnen. Ich hoffe, ihr könnt das machen. Oh, das ist doch ganz einfach. Ich habe in meinem Leben so viele Waffeln gemacht, dass ich das Rezept immer im Kopf habe. Wir fangen mit einem Ei an. Wieso so barbarisch? Mit einem Ei muss man vorsichtig umgehen. Schau, so geht das. Das macht doch keinen großen Unterschied. Hauptsache, dass man alles mit Liebe macht. Und ich habe eine Menge Liebe. Ich backe die besten Waffeln für meine beste Enkelin Paige. Deine Waffeln sind richtig banal und langweilig. Meine dagegen werden richtig schön bunt. Oh, ich bitte dich. Ich achte auf den Geschmack und nicht auf das Aussehen. Und meine Enkelin tut das auch. Übrigens, meine Waffeln sind schon fertig. Die sind fertig? Ich glaube, ich stecke in Schwierigkeiten. Ich habe noch nicht angefangen. Ich fange einfach mit ein paar Bonbons an. Ups, das war eine ganz schön blöde Idee. Diese Bonbons waren wohl nicht geeignet. Okay, dann nehme ich mir eben diese Zutaten hier. Oma, mache ich das richtig? Mehl, Milch, Zucker, ein Ei? Ist doch gar nicht schlecht, oder? Ganz einfach. Mann, wie soll ich das jetzt loswerden? Ha, es hat geklappt. Oh, da ist ja noch ein bisschen Schokolade übrig. Nicht schlecht. Moment, vielleicht kann ich ja Schokowaffeln machen. Ah, gut, dass ich noch ein paar Skittles übrig habe. Damit kann ich meine Waffeln nämlich verzieren. Tada! Meine Waffeln sind auch fast fertig. Hier kommt noch etwas Schlagsahne obendrauf und ein paar bunte Streusel. Voila! Oma, jetzt bist du neidisch, oder? Wieso sollte ich neidisch sein? Meine Waffeln serviere ich mit Honig. Ich weiß doch, dass Paige den Honig liebt. Oh, sieht doch schön aus, oder? Bienen! Ihr solltet hier nicht sein. Also, meine kleine Enkelin, bist du bereit, den Gewinner auszuwählen? Ja, natürlich. Ich fange mit dieser Waffel hier an. Ich mag Schokolade und Skittles. Schmeckt ganz schön lecker. Es geht weiter. Jetzt mache ich mich an diese Waffeln hier von der Chefin Tina. Die sehen richtig schön bunt aus und sind ganz schön lecker. Und jetzt probiere ich die Waffeln von meiner Oma. Oh, die sind voller Honig. Oh ja, ich weiß, dass ich die Honigwaffeln am liebsten mag. Das sind die besten Waffeln aller Zeiten. Oma, du hast gewonnen. Ja, hab ich doch gewusst. Hast du das gesehen? Diesmal wünsche ich mir ein Hähnchen. So wie bei KFC. Ein Hähnchen? Einfacher geht's doch nicht. Ich weiß zwar nicht wirklich, was KFC bedeutet, aber das ist doch egal. Ich gebe nur ein bisschen Öl auf mein Hähnchen. Dieses Hühnchen sieht voll lustig aus. Schau mal, ich kann damit spielen. Ihr seid so komisch. Also, für ein KFC-Huhn brauche ich natürlich etwas zum Panieren. Dafür benutze ich Paniermehl. Dafür nehme ich mir nämlich einen Toast. Und dazu kommen noch ein paar Gewürze. Pfeffer und natürlich Salz. Alles schön umrühren. Jetzt nehme ich mir dieses wunderschöne Stück Hähnchen
Ich gebe es ins Ei und jetzt ins Paniermehl. Und jetzt muss ich es nur noch braten. Oh, das ist doch alles viel zu einfach. Ein echtes Hähnchen wird mit Beilage serviert. Und man sollte es im Ofen machen. Na so. Und solange ich warte, kann ich noch was stricken. Ah, mein Pullover ist fertig. Ah, und übrigens mein Hühnchen auch. Es wird Zeit, es zu servieren. Oh, könnt ihr das riechen? Ist doch fantastisch. Mein KFC-Hähnchen muss auf Feuer gegart werden. Dazu gieße ich eine extra Anzündflüssigkeit rein. Ach du meine Güte, wir brennen! Das Feuer müssen wir löschen! Was? Was hast du angerichtet? Das war kein Feuer. So habe ich eben gebraten. Na, das wusste ich doch nicht. Ben, was machst du denn da? Ich bin schon fertig. Ah, jetzt schon? Oh Mann, ich werde doch nicht fertig. Okay, ich muss einfach das Hähnchen bei KFC bestellen. Yeah, Paige wird das lieben. Also, such dir einen Gewinner aus. Ah, das sieht alles so appetitlich aus. Bis auf Tinas Version. Was zum Teufel ist das denn? Nee, das will ich noch nicht einmal probieren. Aber Omas Hühnchen will ich auf jeden Fall probieren. Oh, ganz schön lecker. Aber ich wollte was von KFC. Mal sehen, was Ben gemacht hat. Sieht ganz schön appetitlich aus. Oh, das schmeckt genauso wie das Hähnchen von KFC. Wie hast du das denn hinbekommen? Ben, du hast in dieser Runde gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Ha, ich hab gewonnen. Zum Schluss möchte ich noch, dass ihr mir Spaghetti macht. Geht klar. Ich mache oft Spaghetti in meinem Restaurant. Und natürlich mache ich die Nudeln selbst. Zuerst muss ich das Mehl sieben. Gut, dass ich alles Nötige dafür habe. Jetzt muss ich etwas Wasser zum Mehl hinzugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren. Schön durchkneten. Und fertig ist der Teig für meine Spaghetti. Jetzt muss ich den Teig schön ausrollen. Mit einem Nudelholz natürlich. Oh, schaut mal, wie professionell ich das mache. Das ist nämlich ein ganz schön wichtiger Schritt hier. Ach, so viel Mühe. Ich benutze einfach Spaghetti aus dem Supermarkt. Schau, so geht das. Ich muss sie erstmal halbieren und ins kochende Wasser stecken. Gibt's vielleicht irgendein einfaches Rezept? Oh, wow. Das sieht ganz schön cool aus. Diesen Lifehack muss ich ausprobieren. Ich nehme mir eine Spritze. Jetzt nehme ich mir das Ei und das kippe ich jetzt in kochendes Wasser. Na, Oma, gefällt's dir? Na, das sind doch keine Spaghetti, mein Kleiner. Oh nein, so viel Dampf. Ich sehe nichts. Also, zu meinen Spaghetti kommt noch etwas Ketchup mit hinzu. So schmeckt's besser. Und natürlich die Butter nicht vergessen. Meine Nudeln sind fertig. Ja, ja, natürlich, Oma. Ich zeig dir, wie man richtige Spaghetti macht. Also, der Teig ist fertig geschnitten. Ab ins kochende Wasser. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Hähnchen. Diese Hähnchenstücke muss ich schön durchbraten und dann zu den Spaghetti geben. Schaut euch das an. Sieht ganz schön edel aus, nicht wahr? Noch ein paar Tomaten und ein paar Stäbchen. Mann, das sieht gar nicht gut aus. Was für ein blöder Lifehack. Menno, tut mir leid, Schwesterherz. Oh, das sieht so appetitlich aus. Also alles außer dem Ding hier. Also soll das ein Rührei sein? Nee, das will ich noch nicht einmal probieren.
Und was hat mir die Oma gemacht? Das ist ganz schön lecker, aber ganz schön einfach. Tina, jetzt probiere ich deine Nudeln. Aber ich habe keine Ahnung, wie man mit Stäbchen isst. Aber wenn man das eben im Restaurant macht, muss ich es wohl lernen. Mh, wie lecker! Das sind die besten Spaghetti, die heute gekocht wurden. Richtig lecker! Na, endlich hast du mein Talent erkannt. Ich wusste doch, dass ich die beste Köchin bin. Also, ich wünsche mir ein paar leckere Kekse. Kekse? Wie macht man die denn? Ach, die Oma ist bereit. Das ist doch ganz einfach. Gleich schaffen wir das. Zuerst nehme ich mir etwas Mehl. So in etwa. Und da kommen ein paar Eier rein. Ich benutze für meinen Teig Butter. So, jetzt schön umrühren. Ich habe auch einen Teig bekommen. Der ist schön weich. Jetzt muss ich ihn flach drücken. Und es klappt auch schon. Warte, so geht das mit dem Nudelholz. Schön ausrollen. Jetzt nehme ich mir eine spezielle Form und stanze Kreise aus. Sieht gut aus. Diese Kreise kommen jetzt auf ein Backblech. So ist schön. Und mit einem Schneebesen mache ich noch ein schickes Muster. Die Kekse kommen jetzt in den Ofen. Oh, das ist so kitschig. Was? Die sind schon am Kekse backen? Also ich muss so langsam Gas geben. Ich nehme mir einfach dieses Pizzamesser. Na, ich glaube, das sieht nach einem perfekten Keks aus. Da kommen jetzt Skittles obendrauf. Je mehr, desto besser. Jetzt kann ich diesen Keks in den Ofen packen. Schön aufdrehen. Das hast du gut gemacht, Linda. Ich glaube, meine Kekse sind fertig. Ach, die riechen ja gut. Ach, ganz schön langweilige Kekse. Ich hole jetzt meine Kekse raus. Alle Details sind fertig. Jetzt wird's Zeit für meine spezielle Creme. Das ist die Wand, das ist das Dach. Und das Dach verzieren wir auch noch mit Creme. Jetzt muss ich nur noch das Haus dekorieren. Selbstverständlich mit essbarer Dekoration. Oh, das ist ja was Besonderes. Hey, Finger weg. Die sind nicht für dich. Oh, ich glaube, dein Keks brennt. Oh nein. Wieso? Und das sind meine kleinen Kekshausbewohner. Was für süße Kerlchen. Passt auf, hier kommt noch etwas Puderzucker obendrauf. Und schon zaubere ich ein echtes Wintermärchen her. Perfekt. Ich hoffe, es gefällt dir, Quentin. Oh, wow, so viele Kekse. Soll ich damit anfangen? Nein, ich kann da noch nicht einmal was von abbeißen. Will ich nicht. Hm, das sieht um einiges besser aus. Probieren wir mal. Hm, schmeckt super. Also solche Kekse könnte ich den ganzen Tag lang essen. Oh, was ist das denn? Unglaublich. Ein echtes Lebkuchenhaus. Wow. Das schmeckt unglaublich lecker. Komm mal her, ich werde dich aufessen. Der Sieg geht definitiv an den Chefkoch. Als ob das jemand bezweifeln würde. Jetzt wünsche ich mir eine Cola. Kriegt ihr das hin? Was? Wo soll ich denn eine Cola hernehmen? Ich wünsche mir eine. Na okay, ich schaff das. Die Oma ist mit dabei. Ach, das ist doch bloß eine Flasche Cola. Die habe ich bereits. Das war's. Oh, irgendwie habe ich selber Lust auf Cola bekommen. Ach, ich nehme mir nur einen ganz kleinen Schluck.
Mann, ich liebe diesen Geschmack. Er ist einfach perfekt. Dieser Genuss ist einfach unverwechselbar. Super. Oh nein! Ich habe alles ausgetrunken. Na okay, ich muss mich zusammenreißen. Ich habe einen Plan B. Ich nehme mir eine Schokotafel und lege sie in einen Topf. Schön schmelzen lassen. Das, was ich brauche. Ah, meine Hände! Oh, meine Armhände. Ich habe sie verbrannt. Oh, wie konntest du nur, meine Kleine? Hier hast du ein paar Handschuhe. Dankeschön, Oma. So, jetzt geht's mir besser. Jetzt nehme ich mir die Flasche, setze einen Trichter rein und schütte die Schokolade hinein. Alles schön gut verteilen. Und diese Bonbonspackung öffnen. Es klappt nicht. Haha, danke schön, Oma. Wieso ist mir das nicht eingefallen? So ist bequemer. Jetzt schütte ich die Bonbons rein. Ach, wer braucht schon Cola? Die ist doch extrem ungesund. Die Oma macht was Leckeres und Gesundes. Dafür benutze ich frische Blaubeeren und etwas Honig. Schön viel Honig. Der muss die Beeren bedecken. Das war's. Voilà, mein Getränk ist fertig. Also fast fertig. Ich muss es nur noch ein bisschen abkühlen. Dafür stelle ich es in den Kühlschrank. Was soll ich in der Zwischenzeit tun? Ah ja, ich kann ein bisschen putzen. Ich muss jeden Fleck wegwischen. Wunderbar. Ich glaube, es ist die Zeit gekommen, die Flasche rauszuholen. Ja, das ist die perfekte Temperatur. Ich nehme mir eine leere Flasche und teile sie in zwei Hälften. Jetzt brauche ich rosa Nutella. Die kommt in die obere Hälfte. Und dann auch noch in die obere Hälfte. So ist gut. Jetzt muss ich den Plastik abziehen. Schaut euch diese wunderschöne Schlagsahne an. Damit fülle ich die untere Seite meiner essbaren Flasche. Und obendrauf kommen frische Erdbeeren. Wieder eine Schicht Sahne. Und wieder eine Schicht Erdbeeren. Wieder frische Schlagsahne. Und jetzt ein Stückchen Kuchen. Jetzt mit der oberen Hälfte abdecken. Und ein rosa Coca-Cola-Etikett draufkleben. Ach, das ist ein echtes Meisterwerk. Oma, soll das etwa Cola sein? Wartet, ich muss nur ein Etikett drankleben. Fertig. Wenten, du kannst alles probieren. Wow, was für eine Vielfalt. Ich fange gleich damit hier an. Oh, da scheint was drin zu sein. Kia! Wow, diese Flasche lässt sich zerschlagen. Da sind ja Süßigkeiten drin. Wie lecker. Schokolade mit M&Ms. Und was hat die Oma mir zubereitet? Wow, das ist ja lecker, schmecker Gelee. Schmeckt einfach mega lecker. Probieren wir mal, was die Chefköchin zubereitet hat. Habe ich etwa die Flasche kaputt gemacht? Ist das Nutella? Oh, tatsächlich. Schmeckt mega lecker. Diese Flasche werde ich in Stückchen schneiden. Unglaublich. Oh, das ist ja Schlagsahne mit Erdbeeren und Kuchen. Aber wen soll ich als Gewinner wählen? Oma, du hast gewonnen. Oh, das ist ja schön angenehm. Dankeschön. Ich will keine Süßigkeiten mehr. Ich wünsche mir Spaghetti. Spaghetti, das ist doch ganz einfach. Spaghetti? Wie kocht man die? Na gut, ich fange einfach mit den Nudeln an. Aber irgendwie passen die nicht in den Topf.
Linda, schau mal, du musst sie schön ausbreiten. Und abwarten, bis die weich werden. Und schon passen die in den Topf. Ah, alles klar, danke. Ach, ich kümmere mich gern um dich. Ah, was ist denn hier los? Ah, er braucht schon gekaufte Nudeln. Nein, danke. Ich mache meine Nudeln selber. Dafür schütte ich das Mehl aus. Mach eine kleine Mulde hinein. Und schlage zwei Eier hinein. Jetzt kommt etwas Öl obendrauf. Und jetzt kann ich den Teig auskneten. So in etwa. Jetzt wird es Zeit, den Teig auszurollen. Der muss schön dünn werden. Jetzt mit Mehl bestäuben und in Streifen schneiden. Solche Nudeln packe ich jetzt in kochendes Wasser. Deckel drauf und kochen lassen. Ich kümmere mich so lange um Garnelen. Die brate ich auf einer Pfanne zusammen mit Tomaten und Kräutern aus der Provence. Das alles packe ich jetzt auf die Nudeln und obendrauf kommt etwas Parmigiano. Fertig. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber ich kann auch mithalten. Ich packe meinen Teig in einen Spritzbeutel. Mache ein Loch in die Tüte und drücke den Teig direkt ins kochende Wasser. Und fertig sind meine Nudeln. Ich muss sie nur noch auf den Teller packen. Und etwas Käse reiben. Seht ihr, die Oma versteht auch was von Haute Cuisine. Ach, ein bisschen Salz? Oma, kann ich auch das Salz haben? Ja, natürlich. Dankeschön. Oh nein, der Deckel war offen. Was habe ich bloß getan? Wie soll ich das wieder gut machen? Das wird Quentin doch sicher nicht essen. Moment mal, ich habe eine gute Idee. Ich nehme mir ein paar Kaugummis. Die sehen aus wie Nudeln. Da kommt jetzt etwas Schokoladensirup und ein paar Bonbons drauf. Ich glaube, der Sieg ist mir garantiert. Sieht so appetitlich aus. Davon würde ich selber gerne was probieren. Guten Appetit, mein Kleiner. Meine Gabel ist breit. Probieren wir mal. Was für nette Nudeln. Die schmecken gut. Und was hat die Chefköchin zubereitet? Probieren wir mal. Wow, das ist ja wirklich gut. Okay, jetzt ist Linda dran. Wow, unglaublich. Das ist ja Kaugummi. Gleich mache ich eine Kaugummiblase. Ja, er ist geplatzt. Voll cool. Linda, das ist toll. Du hast gewonnen. Wirklich? Tja, ich habe gewonnen.